Ja, willkommen zu unserem ersten Xbox Let's Play hier auf magusdesire.de. Wie ihr seht, wir spielen Call of Duty Black Ops. Wir fangen auch gleich an. Also nicht wundern, das Spiel habe ich schon mal durch. Ich spiele es trotzdem auf leicht durch. Einfach, dass wir weniger Wie kommen Sie häufig darauf, dass Sie wissen, was sterben. wirklich passiert ist? So. Ja, ich weiß. Wir spielen auf Rekrut. Wie gesagt, niedriger Schwierigkeitsgrad. Einfach, dass wir nicht ständig sterben, weil es gibt eine richtig, richtig ätzende Szene in dem Spiel. Die ist saunervig. Da ist der Speicherpunkt saubeschissen gesetzt. Und fuck, ich verreckt mir da ständig. Das muss nicht sein, das muss ich euch nicht antun. Deswegen von Anfang an gleich niedrig. Die Achievements habe ich ja schon alle. Genau, wir fangen damit an. Zur Info, Warum ihr haben Sie das seht, getan, Mason? Warum? das Spiel ist auf Deutsch. Allerdings trotzdem uncut, ja? Also das Einzige, was geschnitten ist, ist halt die Nazi-Symbole. Ja, braucht man nicht, braucht man nicht. Schade, dass die Sprachausgabe halt auf Deutsch ist, weil die ist nicht sonderlich toll. Aber naja, ich glaube, das kriegen wir hin. Also viel Spaß dabei. Aufwachen! Aufwachen! Wo bin ich? Wo ist Reznov? Sie werden unsere Fragen beantworten. Haben Sie verstanden? Wer zum Geier sind Sie? Das ist unwichtig. Wichtig ist nur, wer Sie sind. Wer Arschloch! sind Sie? Wo wurden Sie geboren? Leck mich! Ja, wir sind der Kerl, den wir da sehen. Der wird hier gefoltert und befragt. Ihr Name ist Warum Alex nur? Mason, geboren in Fairbanks, Das Alaska. weiß ich selbst. 1961 gehörten Sie zu Mann. einer Gruppe von CIA-Attentätern mit Namen Operation 40. Ist das richtig? Kann sein. 40, 50, Ist das richtig? 21, 4, 6, 13. Ach, Wo egal. ist Ihre Ich weiß Station? nicht, wovon Sie reden. Die Zahlen, Mason, was bedeuten Sie? Von wo aus werden Ich Sie weiß nichts übertragen? über irgendwelche Zahlen. Was ist mit Dragovic? Geben Sie uns, was wir wollen, und wir garantieren für Ihre Sicherheit. Du garantierst ganz sicher gar nichts. Also auf! Das nervt ja. Fangen wir von vorne an. Kuba 1961, die Schweinebucht. Wir wissen, dass Sie dort waren. Ja. Jetzt kriegen wir erklärt, was hier passiert ist. Verarschen Sie mich nicht, Mason. Ich weiß, wer Sie sind. 61, Schweinebucht. Was ist passiert? Alle wurden getötet. Ah, ist so doll. Sie sind mit Boots und Bomben reingegangen. Ja, ihr seht, es ist ein recht storylastiges Spiel. Keine herausragende Story. Erinnern Sie sich an Dragovic? Castro. Wir sollten Castro töten. Ja, das muss man ja immer. Und nie hat es einer hingekriegt. Ja. Es wird viel gesprochen. Viele Zwischensequenzen. Die Polizei wird Ach. gleich hier sein. Machen wir schnell. Aber, naja. Boots, lange nicht gesehen. Lange genug, Carlos. Kennst du Bowman? Carlos. Und das ist Mason. Was ist los, Carlos? Und hast du, was wir brauchen? Was ist los? Hast du, was wir brauchen? Ja, das Er ist wird hier gut sein. geschriebenes Drehbuch. Auf der Plantage. Meiner alten Plantage. Unser Angriff auf den Flugplatz verschafft euch genug Zeit, einzudringen. Wie kommen wir wieder weg? Wir werden auf euch warten. Seht zu, dass ihr da seid. Das Headset sitzt ein bisschen zu fest. Wir haben Gesellschaft. Guck mal, der kann vorausschauen. Ahora. Ja, wusstest du das? Saldet aquí, puta capitalista. Kapitalistenschlampe. Ich sagte, wo kommst du her? Cool bleiben, Woods. Abwarten. Ich rede mit dir! Okay. Auf. Alles ist bereit. Bereit machen, Jungs. Ah. Tut mir leid wegen der Bar, Carlos. Kein Problem. Also, meine Männer kümmern sich um die Leiche. Wie gesagt, warum spielen wir die das Spiel? Insassen steigen aus. Sie tragen Schrotflinten. Bowman, Carlos, Feuerschutz geben. Wir kämpfen uns durch die Straßen vor. Mason, zu mir. Genial. Ende vom Jahr kommt der zweite Teil raus. Und den wollen wir natürlich auch let's playen. Ja, Granaten haben wir. Schön durch. Beseitigen und die Straße hinauf.
Daumen nach rechts. Ah, so geht das. Ihr seht, das Spiel ist natürlich ein Kott. Hier geht ständig irgendwas drauf. Und ständig explodiert irgendwas. Der Nachfolger wird von uns dann natürlich bei Release dann Let's Play. Also da nehme ich mir dann irgendwie frei, das kriege ich hin. Oh, das war ja meiner. Naja. Was eine Besonderheit ist, in Black Ops ist Sprinten wesentlich langsamer als in Modern Warfare. Das ist etwas, was uns auch bei Black Ops 2 auf der Gamescom aufgefallen ist. So viele kann es gar nicht geben. Wir haben keine Sachen mehr. Naja. Ach, da, ich will da rein. Einsteigen, wir dürfen Auto fahren. Also, noch nicht. Wir sehen uns am Flugplatz. Suerte, Freunde. Jetzt dürfen wir Auto fahren. Gas, los! Hab doch. Wer hat denn hier fahren gelernt? Meine Güte. Aus dem Weg, verdammt! Er hat gesagt, wo hab ich fahren gelernt? Verdammt! Was soll das denn? Mann. Ich bin harmloser Zivilist. Ich mach hier nichts. Ja. Wir verlieren ihn. Mason, Sie sind der Polizei entwischt. In der Schweinebucht liegt der Angriff. Sie waren unterwegs zu Castros Anlage. Wir verlieren ihn. Der sieht nochmal durchaus. Also wir sehen durchaus. Sind ja wir. Was soll das? Mason! Da ist die Anlage. Ja. Carlos und seine Leute sollten jeden Moment den Flugplatz angreifen. Meine Güte, alter Mann. Eintreten! Es geht los! Okay, was haben die denn da abgeworfen? Brandbombe oder irgend sowas, ne? Naja, wir slippen da jetzt mal runter. Und schauen, was geht. Das ist schade, dass man die nicht selbst überwältigen darf. Mason, ausschalten! Augen gerade, zusammenbleiben! Und eine Gewaltaktion jagt in dem Spiel natürlich die nächste. Liebe Kinder, wenn ihr zuschaut, ich weiß, dass ihr das so oder so spielt. Alles konzentriert sich auf den Flugplatz. Aber naja. Konvoi voraus, nicht angreifen. Vielleicht überlegt ihr euch mal, abzuschalten. Ja, weißt du es schon. Hier habe ich auch mal tatsächlich mal angegriffen, als ich durchgespielt habe. Es geht. Aber es macht keinen Spaß. Also auf leicht ist es okay. Also worauf wir spielen, auf Rekrut. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden macht es nicht so viel Spaß. Erledigt. Ja, ja ihr Roger. Seht, das Spiel ist wirklich uncut. Da. Ja, dann kommen denn hier eigentlich? Heißt, hieß doch angreifen. Naja. Wurde wahrscheinlich der Trigger 2 Sekunden später erst ausgelöst. Naja. So kriegt ihr ja trotzdem noch ständig Neustarts. Ist doch schön. Ah, nochmal erwürgt. Ich meine, macht ja Spaß. Können wir auch mal machen, so eine Compilation. Würge-Compilation. 6 Stunden lang Würgesequenzen. Gibt schon auch ein paar abartige Netz, die das angucken würden. Ja, vielleicht ein bisschen zum Setup. Wie nehmen wir auf? Mit der HD-PVR von Haupauge. Lass sie passieren. In Kombination mit meinem Laptop und Audacity. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Technikinteressierten ganz spannend. Während ich hier warten muss, kann man sowas mal erzählen. Ja. Boah. Baumen, linke Flanke. Na los! Folgen. So, jetzt darf ich. Immer wieder seltsam. Ziel ausgeschaltet. Ja, das Spiel hat natürlich leichtes Auto-Aiming. Leichtes. Erledigt. Sagen da jetzt die PC-Spieler. Es ist doch nicht leicht. Aus gutem Grund. Wir versuchen seit 3 Jahren an ihn ranzukommen. Heute haben wir damit Erfolg. Ja, wir kommen an ihn ran. Aber folgen. Ja, wir sind meistens folgend unterwegs. Zusammenbleiben.
weniger in der Eigenausführvariante. Heck doch. Werfe eine Granate! Feind ausgeschaltet! Ah! Falsches Ziel! Was heißt hier falsches Ziel? Ich hab dich aber auf dich geschossen. Du traust mir zu wenig zu. Pass auf wen du schießt, Alter! Ich weiß gar nicht, ob die Mission irgendwann abgebrochen wird, wenn man zu häufig auf seine eigenen Leute schießt. Kontakt erledigt. Ja, hier bietet sich natürlich eigentlich viel eher eine Schrotflinte an. Ich weiß nicht, warum man hier mit dem Sturmgewehr rumlaufen muss. Auf Opa. Naja, noch ist er ja kein Opa. Wutz. Hinein, los! Den kennen wir ja dann im zweiten Teil, werden wir den wiedersehen. Baumel, nimm das da. Wenn's Ärger gibt, dann schreib. Und da ist er dann sehr alt. Wir suchen jeden Raum ab, bis wir Castro haben. Ja, hätte ich hier jetzt auf normal so gespielt, wie ich jetzt hier gerade spiele, wäre ich schon längst tot. Das ist einer der Gründe, weswegen ich das jetzt hier auf nicht leicht spiele. Also neue Spiele werde ich natürlich immer auf normal spielen, klar. Aber alte Spiele eher auf niedrigeren Schwierigkeitsgrad. Sollte da vorn sein. Roger. Ja, ich weiß noch nicht so genau über den Upload-Turnus, den ich mir hier überlegt habe, wie ich das genau mache. Ob erst Black Ops hochgeladen wird und danach dann erst Darksiders oder andere Reihenfolge. Könnt ihr ja mal schreiben, nachdem so die ersten Tage hochgeladen sind, einfach was geplant wurde. Was ist euch lieber? Erst Darksiders, dann Black Ops oder umgekehrt. Okay, sammeln. Ja, also es wird jetzt auch die erste Sache, wo wir drei oder vier Projekte gleichzeitig haben. Wartest du? Komm schon! Tun wir es. Slow-Mo-Sequenz. Und ich treffe nichts. Achso, die sind schon halb tot. Ich hasse Slow-Mo-Sequenzen, weil man da nie gescheite Kontrolle über alles hat. Wir gehen weiter. Beeilt euch lieber. Die B-26er werfen gleich ihre Bomben ab. Das Ziel sollte da vorne sein. Okay, ist hier Castro drin? Wo kommt die Pistole her? Ja. Die Kugel trifft Castro, obwohl wir in die Schulter geschossen haben, trifft er sie im Kopf. Ja, das ist Action. Alter, was geht mit der Ische ab? Verdammtes Luder! Er nimmt sie als Geisel und sie schützt ihn auch noch! Ja, guck mal, wenn ich hier drauf treffe, da steht Wutz. Ich glaube, er ist tot. Das Ziel ist ausgeschaltet. Ja, ich weiß, dass das Ziel ausgeschaltet ist. Aber sicher gehen, das ist Castro, da kann man nicht häufig genug drauf schießen. Weil Castro, wir wissen's. Das Spiel hält sich ja halbwegs an die historischen Fakten, auch wenn es natürlich viel hinzufügt. Aber Castro wurde 61 ganz sicher nicht getötet. Nach rechts! Verstanden. Also sicherheitshalber mal drauf schießen, vielleicht können wir ein bisschen den Lauf der Geschichte ändern, ne? Ziel ausgeschaltet. Brennt's alles. Hey, spinnst du total? Weiter. Spinnst du total? Ich weiß nicht, ob ich total spinn. Aber so einen leichten Dachschaden habe ich, das ist richtig. Ja, also ihr seht's ja immer mehr. Ah. Jage sie hoch. Wo werfen die denn mit Granaten? Und warum konnte ich gerade nicht weg? Kurios. Einen schwarzen Bildschirm habe ich, einen schwarzen Bildschirm. Daumen nach rechts. Verstanden. Irgend so ein schweres MG oder so. Bin ich eher Fan von. Falsches Ziel. Was heißt hier falsches Ziel? Da muss man flexibel sein. Werfe Granate. Deswegen ging da das nicht. Weil da nur ein Fenster ist. Lass dir Zeit, Kumpel. Lass dir Zeit, Kumpel. Naja, wenn du schon sagst. Spinnst du total? Warum spinne ich denn total? Kontakt. Feind ausgeschaltet. War doch ein Gegner. Deckung geben. So. Oh, jetzt lädt diese Waffe auch noch so ewig lang nach. Gut. Ja, also da spratzt's schon in einer nicht mehr ganz so ja, angenehmen Art und Weise. Aber gut, das ist halt COD, es ist Erwachsenenunterhaltung. Und es wurde ja auch nie für Kinder designt, muss man ja auch ehrlich mal sagen. Wir setzen hier fest. Ich wollte eigentlich den RPG. Es sieht nicht gut aus, es sind zu viele. Schalte dieses Kaliber 50 aus. Was ist denn?
Das Kaliber sollte hier sein. Ach, hier. Carlos, noch was? Was ist los? So, Carlos. Jetzt ist es explodiert. Sehr schön. Da zerfetzen die Gegner, das ist abartig, das ist neu. Also eigentlich ja nicht neu. Das war auf jeden Fall das gewalttätigste COD, was jemals erschienen ist. Und wurde deswegen dann auch, ja, mehr oder weniger zu Recht in dieser Version indiziert. So. Hab ich irgendeine Möglichkeit, das Ding zu erschießen? Los, Beeilung, meine Freunde! Gott schütze dich, Carlos! Gott schütze dich, Carlos! Nein, in die Zuckerrohrfelder! In die Zuckerrohrfelder ist immer eine super Idee. Die brennen ja auch gar nicht. Ja, hier sieht man natürlich auch die Beschränkungen der Engine. Da ist der Flugplatz! Wir gehen einfach durch. Carlos die Evakuierung im Griff. 2D-Sprites. Der lässt uns nicht im Stich. Da biegt sich nicht wie in Crisis irgendwas zur Seite oder sonst irgendwas. Die Rebellen kriegen den Arsch versohlt. Wir gehen besser runter. Einklicken. Jetzt gar nicht. Wie lange spiele ich denn jetzt eigentlich schon? Das ist ja immer das bei COD, da spielt man dann doch so relativ lange am Stütz. Ist unsere Mitfahrgelegenheit. Ich würde mal sagen, die Mission, die machen wir fertig, oder? Aber wenn wir abheben, verfetzen sie uns. Eins nach dem anderen, Bruder. Los geht's! Bewegung! Ja, bin ja schon dabei. Aber der rennt ja nicht mehr durchgehend. Weil er außer Atem ist oder so. Weiß nicht, warum er außer Atem sein kann. Uns hat's erwischt! Nein! Nein! Und jetzt voll rein in Ventilat. Wir können nicht Ventilator. Länger warten. Ventilator? Warum sage ich denn Ventilator zu dem Ding? Geben uns Deckung, Mason. Ah, gleich eine Rail-Shooter-Sequenz relativ am Anfang. Damit das Blut nur so spritzt. Bin ich ja prinzipiell nicht so der Fan von, aber naja. Das Spiel hat Action. Die Leute im Internet wollen COD sehen. Ah ja, gut, dann geben wir ihnen halt COD. Mir macht Spaß, ich spiele die COD-Reihe sehr gern. Auch wenn mir die eher gewaltreduzierteren Teile besser gefallen. Da bin ich sehr gespannt, wie der Black Ops 2 wird. In welche Richtung das Ganze geht. Meisten schalte die ZPUs aus! Die lassen uns nicht kampflos abziehen. Ich glaube, ich zerstöre unser Flugzeug mehr als. Die Scheißfahrzeuge blockieren die Startbahn. Ich weiß, Bowman. Mist, wir haben nicht genug Platz zum Abheben. Ich erledige das. Okay, wir müssen abspringen. Mason, was hast du vor? Mason! Ja, wir opfern uns fürs Team. Scheiße, Mason! Ich habe keine Wahl, Woods. Dafür bin ich doch hier. Alles gut. Los, weg hier! Wir werden von irgendwem gegriffen. Fuck. Und erschlagen. Ooh, that's dirty. Sie sind tot. Castro. Wir haben sie getötet. Meinen Doppelgänger. Dachten Sie, einen der 4 Milliarden. Wir wissen alles. Machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Betrachten Sie ihn als Geschenk unserer neuen Beziehung. Na, ein bisschen Zeit haben wir noch. Sorgen Sie dafür, dass er leidet. Ich hab Wasserflasche umgeschmissen. Mehr als in seiner dunkelsten Vorstellung. Hallo. Ich habe Pläne für dich, Amerikaner. Oh. Ich nicht. Oh ja. Keine Lust. Dragovic tat es sicher. Ja. Gefangen genommen. Flughafen in die Luft gejagt. Hier geht Party. Hier ist was los. Boah. Diese ganzen Sequenzen. Da könnt ihr mal gespannt sein. Das kommt alles noch auf mich zu. Sie wussten, dass wir kamen. Dieser Schwein Dragovic. Der Russe. Ja. Er hat in Dahlem gesteckt. Wohin brachte Dragovic sie? Ein Arbeitslager. Eine Hölle namens Vorkuta. Oh Gott. Was haben Sie mit Ihnen gemacht, Mason? Ja, was nicht. Arbeitslager, das ist natürlich auch harter Tobak.
Wir kennen alle die Berichte, was in Arbeitslagern abgeht. Wieso hat Castro sie nicht einfach getötet, sondern an Dragovic abgeliefert? Castro und Dragovic haben zusammengearbeitet. Sie waren in Gefecht. Wurde dann Dragovic weggebracht? Bakuta musste kämpfen zum Überleben. Die Sequenz finde ich halt geil gemacht. Das sieht echt super aus. So mit Realsachen so ein bisschen vermischt. Was denn da? Ich hatte die Flucht auf und aufgegeben. Aber Viktor Reznov hat einen Plan. Reznov. Reznov kennt der ein oder andere noch aus World at War, also dem anderem Spiel von Treyarch. Call of Duty 5 war das, glaube ich. Viktor Reznov. Mein Freund. Ja, toller Freund. Leute, Robot in der schlägt wie ein Baby. Ich leg auf den Boden. Dafür war das ganz gut. Hey, Swalot. Kann mir irgendjemand sagen, er spricht ja jemand draußen Swalot? Russisch, was heißt Swalot? Ja, dann hauen wir ihm einen Schädel ein. Oh Gott. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Das ist ja eklig. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist Schritt 1. Jetzt nehmen wir Vonkuta. Ja. Schritt 2. Ausstieg aus der Dunkelheit. Ja. Den Aufstieg aus der Dunkelheit machen wir. Von wo wurde ich denn als geschlagen? Hab ich irgendeinen Gegner übersehen oder so? Ausstieg aus der Dunkelheit! 3! Feuerregen! 4! Lass die Horde los! 5! Die Blutbestie abstechen! 6! Die Eisenfaust schwingen! 7! Ganz schön viele Phasen. Wir sind Freunde, Sergei. Er sieht nicht so angenehm aus, der Kerl. Dem stellen wir uns besser nicht im Weg. Der gehört auch zu uns. Ja, ich würde sagen, wir spielen bis Phase 2 Ende. Die Sonne kommen wir. Ja. Wenn das fertig ist, wenn wir da oben sind. Reznov, zu Beginn können von 3. Sie dem Amerikaner trauen? Fangen Sie nur durchnummeriert. Er und wir sind uns ähnlich. Wir sind alle Soldaten ohne eine Armee. Betrogen, vergessen, verlassen. In Vorkuta sind wir alle Brüder. Ich bin gerade überlegen, von welchem Hollywood-Schauspieler der im Original gesprochen wird. Ist auf jeden Fall ein sehr bekannter. Bis zur zweiten Folge. Die. Warte mal, bis zum nächsten Speicherpunkt muss noch nicht mal warten. Oh Gott, das muss doch nicht. Ja, hier müsste jetzt eigentlich irgendwo ein Speicherpunkt gleich sein. Reznov, das ist für alle Männer blanker Selbstmord. Man kann den Sieg nicht ohne Opfer erreichen. Speicherpunkt. Wir Russen wissen das besser als alle anderen. Macht euch bereit, Männer! Ja, Ziel erfüllt. Das könnte... oh Gott. Ja, Kontrollpunkt erreicht. Das nehmen wir mal als Ende von dieser Folge. Ich guck raus, welcher Hollywood-Schauspieler es war. Und dann sehen wir uns in Folge 2 wieder. Tschüss, bis dann.